und herzlich willkommen zu einer neuen Infonews aus dem XBS Blogspot. Ja, ich bin ein bisschen überrascht. Warum? Naja, weil der Volvo ist ja noch nicht ganz fertig und der XBS bastelt anscheinend an einem Mercedes-Benz Iconic von 1998. An dem schraubt er gerade rum, ein Low-Entry-LKW von Gewicht zwischen 18 und 26 Tonnen. Dafür war er bestimmt im rein Sechszylinder-Motor, hat er, ne? Mit Turbo- und Ladeluftkühler. So sieht der Hobel zumindest jetzt aus. Die ersten Bildchen sind jetzt schon da. Sieht ganz witzig aus. So, was ist das überhaupt für eine Kiste? Ich stelle mir jetzt die Frage, wie XBS auf diesen LKW kommt. Das ist schon mal vielleicht aus privaten oder aus den Gründen, weil er vielleicht damit sogar arbeitet oder vielleicht bei Mercedes arbeitet oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. XBS hält sich ja wirklich sehr bedeckt. Wir wissen eigentlich gar nichts oder nicht viel, sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz, ich habe auch mal ein bisschen begoogelt, was das ist. Also dieser Ökonomie, also da geht es wirklich um Ökonomik und Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz. Und hast nicht gesehen, das ist da alles in diesem LKW drin versteckt. Wenn man da mal ein bisschen begoogelt, kann man das sehen. Also ein komfortabler Arbeitsplatz, ne? Also konzipiert extra für den LKW-Fahrer. Das heißt, niedriger Einstieg ist schon mal, glaube ich, eine Sache, wo sich viele LKW-Fahrer schon mal wehgetan haben, wenn sie, Grüße an Harald, gute Besserung, wenn man aus dem LKW aussteigt und eine Stufe vergisst oder übersieht, je nachdem, und dann einfach einen Runden knallt. Ne? Niedriger Einstieg, das ist ein Thema, also einfaches Einsteigen, komfortable Stehhöhe im LKW im Innenraum, öffnende Falltür, die das Ein- und Aussteigen auf der verkehrsabgewandten Seite ermöglicht. Das heißt, auf der anderen Seite kannst du genauso gut aussteigen mit einer richtig guten Tür, sage ich mal. Man sieht es, glaube ich, auf dem Bild. Hier sieht man es eigentlich ganz gut. Hier ist, glaube ich, bestimmt ganz praktisch, wenn man richtig, also wie beim Haus, du steigst aus und hast vielleicht so eine Höhe halt, eine gewisse, wo du dann einfach einsteigst. Finde ich richtig, richtig gut, ne? Dann haben wir Fahrer täglich, unterstützt das tägliche Arbeiten, genau, ergonomische Sitz haben wir hier noch, intuitiv angeordnete Instrumente, also alles so, dass du nicht weiter hier fast greifen musst und wohin rampeln musst, hier damit du einen Knopf drücken kannst, Lenkrad mit Multifunktionstasten, gut, ja gut, das haben wir schon lange, und übersichtliche Armaturen und gesunde, schonende Arbeitsbedingungen. Da geht es wirklich um die Ergonomie und die Sicherheit der Mitarbeiter oder der LKW-Fahrer in dem Sinn. Finde ich eine richtig gute Geschichte, meine Damen und Herren. Und XBS ist anscheinend jetzt hier am Basteln, so einen LKW ins Spiel zu bringen. Also da bin ich mal gespannt, wo und für was. Ich meine, im Ding steht sogar drin, im Verteilerverkehr, glaube ich, ist der LKW angesiedelt. Kann man hier zum Beispiel sehen, Antriebsvarianten gibt es auch 4x2, 6x4, glaube ich, habe ich gesehen. Auch mit verschiedenen Motorisierungen und so. Aber da geht es wirklich hier, Einsatzgebiet ist in dem Fall hier, kann man es eigentlich ganz gut sehen. Im Kommunaldienst, also hier, Müll und so, Müllgedöns und so fahren oder dann hier im Verteilerverkehr. Ich schätze mal einfach in der Stadt, wenn du hier so Tiefkühlzeug ausfahren musst, finde ich praktisch bei der Feuerwehr. Oder was haben wir hier noch? Bauverkehr. Und natürlich Airport, logisch. Airport macht Sinn, ne? Finde ich gut. Aber das sind so die Themen, was hier aufgegriffen werden. Im Verteilerverkehr würde jetzt, sagen wir mal, für den ETS2 wahrscheinlich eher ansprechen, als jetzt Mülltonnen, Feuerwehr und das andere ganze Gedöns hier, ne? Also jetzt schätze ich mal, würde XBS eher auf diesen Verteilerverkehr gehen, ne? Aber ich finde es mega, ich finde es stark, dass er das hier macht. Ist komplett was Neues und dann bin ich mal gespannt, was sich da so in den nächsten Wochen und Monaten, was da so passiert und was er aus diesem LKW macht. Lasst uns überraschen. Wenn ihr noch Fragen habt, dürft ihr natürlich gerne machen. Einfach kommentieren, entweder hier oder rup, ganz unten könnt ihr hier natürlich folgen. Ich bin jetzt hier bloß auf der anderen Seite, wegen Übersetzen. 772 Follower hat er schon, meine Damen und Herren. Da könnt ihr dementsprechend da auch mal das Plus da lassen, ne? Und dann wisst ihr Bescheid. Ne? Ansonsten warten wir mal ab, wie es mit dem Volvo weitergeht. Aber das ist erstmal die News vom neuen Mercedes-Benz Iconic, ne? Aus dem Jahr 1998. Da war er zumindest. Aber das neue Modell sieht halt ein bisschen modern aus in dem Sinne. Gut, dann wisst ihr Bescheid. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut, bis bald und adios.